seit Millionen Jahren. Aber vielleicht ist sie bald nicht mehr unser einziges Zuhause und wir suchen anderswo nach Alternativen. Möglicherweise wird die Erde in nicht allzu ferner Zukunft unbewohnbar, zum Beispiel durch Überbevölkerung oder den Klimawandel. Früher oder später blüht uns hier auf der Erde ein unerfreuliches Ende. Wir sollten uns also vielleicht ein anderes Zuhause in neuen Kolonien in den Tiefen des Alls suchen. In den kommenden Jahren wird sich auf dem Mond einiges tun. Wasserfunde auf dem Mond und auf dem Mars ermutigen zu neuen Projekten. Öffentliche Einrichtungen wie die NASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA sowie private Unternehmen wie SpaceX wollen uns in naher Zukunft ermöglichen, in solch weit entfernter und rauer Umgebung zu existieren. Der Mars könnte schon sehr viel eher besiedelt werden, als die meisten Leute denken. Denkbar wäre auch das Leben in einer Weltraumkolonie in der Erdumlaufbahn. Oder sogar auf einem nahen Asteroiden. Aber leicht umzusetzen ist keine dieser Optionen. Wir bräuchten Unterkünfte, Lagermöglichkeiten, Arbeitsräume, erneuerbare Energiequellen und Platz, sowie die Mittel, um Nahrung zu produzieren. Auf dem Mond stünden wir vor großen Herausforderungen, wie der geringen Schwerkraft, tödlicher kosmischer Strahlung und fehlender Atmosphäre. Auf dem Mond herrschen bei Tag Temperaturen von über 100 Grad Celsius und bei Nacht von bis zu minus 180. Die Entfernung von der Erde zum Mars stellt uns vor noch größere Probleme. Der Flug dorthin würde rund 6 bis 9 Monate dauern. Und so lange können Astronauten nicht Schwerelosigkeit und kosmischer Strahlung ausgesetzt werden. Aber der unaufhaltsame technologische Fortschritt weckt die Hoffnung, dass wir all diese Herausforderungen in naher Zukunft werden meistern können. Wir stehen vor der größten industriellen Revolution in der Geschichte der Menschheit. Und zwar genau jetzt. Für unsere Nachkommen, die vielleicht auf dem Mond oder Mars leben, wird der Moment, in dem die ersten Weltraumkolonien entstanden, ein entscheidender Schritt der Menschheitsgeschichte sein. Schon immer ist der Mensch vom geheimnisvollen, dunklen All fasziniert. Die Anfänge der Besiedlung des Weltraums lassen sich auf das Jahr 1957 datieren, als im Rahmen des Wettlaufs ins All das Zeitalter der Raumfahrt eingeläutet wurde. 1957 befestigte die Sowjetunion einen künstlichen Erdsatelliten an einer ihrer Raketen, einer R-7. Heute kennen wir ihn als Sputnik 1. 1961, nur 4 Jahre später, umrundete Juri Gagarin als erster Mensch im Weltraum die Erde. Dank technologischem Fortschritt wurden die Raketen immer größer. Die erste Mondlandung gelang dann am 20. Juli 1969. Als erster Mensch betrat der US-Amerikaner Neil Armstrong den Mond. Nur 2 Jahre später folgte der nächste große Schritt in der Eroberung des Weltraums. 1971 startete die Sowjetunion Sojus 1, die erste bemannte Raumstation, die die Erde umkreiste. Wenig später taten es ihnen die USA mit Skylab gleich.
die von 1973 bis 1979 um die Erde kreiste. Dann folgte die modulare Raumstation Mir, betrieben von der Sowjetunion und später von Russland, die von 1986 bis 1996 im Orbit zusammengebaut wurde. Die Mission endete im Jahr 2001, als die Mir schließlich wieder in die Erdatmosphäre eintrat. Sie war die erste fast durchgehend bewohnte Langzeitforschungsstation im Weltraum. Man könnte sie also als Vorläufer einer Weltraumkolonie bezeichnen. »1998 war ein Schlüsseljahr für die Besiedlung des Alls. Im November wurde das erste Bauteil der Internationalen Raumstation in die Erdumlaufbahn gebracht. Die ISS ist ein Gemeinschaftsprojekt der Raumfahrtagenturen Europas, Kanadas, Japans, Russlands und der USA. Sie ist das größte künstliche Objekt, das bisher im Weltraum gebaut wurde. Rund 73 Meter lang und 109 Meter breit. Die internationale Raumstation ist ein tolles Labor. Dort können wir forschen und vor allem die Menschen inspirieren und sie über Berichte der Astronauten daran teilhaben lassen. Seit dem Jahr 2000 ist sie ununterbrochen bewohnt. Von Raumfahrern und sogar Weltraumtouristen aus 17 verschiedenen Nationen. Das Schöne an der Internationalen Raumstation sind nicht nur die Forschungsarbeiten an Bord, sondern vor allem die geopolitischen Aspekte der ISS. Sämtliche Raumstationen haben ihren Teil zur zukünftigen Weltraumbesiedlung beigetragen. Sie haben bewiesen, dass wir im kalten, dunklen All überleben können. Der Mensch hatte schon immer den Drang, neue Grenzen zu erforschen. Von Christoph Kolumbus, der den Ozean überquerte und letztlich Amerika entdeckte, bis zu Roald Amundsen, der Nord- und Südpol erforschte. Immer wieder wagten es unerschrockene Entdecker, einen Schritt weiter zu gehen, um neue Welten zu eröffnen. Diese neuen Grenzen liegen jetzt jenseits der Erde. Sei es in ihrer Umlaufbahn, auf dem Mond oder Mars oder sogar auf Asteroiden. Der Mensch hat schon immer vom Fliegen geträumt. In den vergangenen 100 Jahren haben wir das Fliegen auf der Erde gemeistert. Und in den nächsten 100 Jahren werden wir den Weltraum erobern. Neben unserer angeborenen Neugier gibt es auch noch weitere Gründe, neue Lebensräume fernab der Erde zu erkunden. Einer davon ist, dass wir sie wirklich brauchen könnten, falls unser eigener Planet irgendwann unbewohnbar werden sollte. Der wohl wichtigste Grund für eine Weltraumbesiedlung ist, unser Fortbestehen zu sichern. Denn früher oder später blüht uns hier auf der Erde ein unerfreuliches Ende. Der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking und viele andere haben vorausgesagt, dass die Zukunft der Menschheit auf Erden ohne Kolonien im Weltall in Gefahr gerät. Eine der stärksten potenziellen Bedrohungen ist der Einschlag eines großen Asteroiden. Es ist möglich, dass ein großer Asteroid die Erde trifft. So wie damals, als die Dinosaurier ausstarben. Ein Asteroid mit 8 Kilometern Durchmesser könnte ein Massenaussterben auslösen. So wie jener, der das Zeitalter der Dinosaurier beendete. Denkbar ist auch eine vom Menschen verursachte Katastrophe, die uns zwingt, die Erde zu verlassen. Beispielsweise im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder industriellen Unglücken. Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen, mit denen wir es heute zu tun haben.
Innerhalb relativ kurzer Zeit könnte er zu einer immensen humanitären Katastrophe führen, die Millionen Menschen betrifft. Auch die zunehmende Überbevölkerung bedroht unsere Zivilisation. Denn irgendwann reichen die Ressourcen auf der Erde schlicht nicht mehr aus. Dann könnte eine alternative Heimat unsere einzige Möglichkeit sein, zu überleben. Aber es gibt noch einen gewichtigen Grund, der Menschen antreibt, sich über unseren Planeten hinaus umzusehen. Die Besiedlung des Weltraums wird eine neue, riesige Industrie mit sich bringen, die auf neuen Rohstoffen basiert, die sich fernab der Erde finden. Die Energie- und Rohstoffvorkommen im Weltraum sind enorm. Und wir wissen, dass uns früher oder später die begrenzten Bodenschätze auf der Erde ausgehen werden. Alle Rohstoffe, die der Mensch auf der Erde braucht, gibt es im Weltraum. Wir haben das Wissen und die Technologie, um an sie heranzukommen. Schätzungen zufolge gibt es schon allein in unserem Sonnensystem genügend Rohstoffe und Energie, um eine Zivilisation zu versorgen, die mehrere tausend bis gut eine Milliarde Mal so groß ist wie die derzeitige Erdbevölkerung. Fürs Erste reicht ein winziger Bruchteil des Asteroidengürtels, um nahezu unbegrenztes Material für die Weltraumindustrialisierung und Besiedlung zu liefern. Diese Ressourcen nutzbar zu machen, könnte zu enormen wirtschaftlichen Entwicklungen führen. Irgendwann in den nächsten 100 Jahren werden Wirtschaftsleistungen im Orbit wohl die auf der Erde übertreffen. Dort oben ist mehr Platz, es stehen mehr Rohstoffe zur Verfügung und ohne Schwerkraft sind interessante industrielle Abläufe möglich. Dass wir die Rohstoffe auf der Erde ver- und aufbrauchen und sie im Weltraum reichlich vorhanden sind, zeigt doch ganz klar, wohin unser Weg führen sollte. Der Bau einer Weltraumkolonie würde große technologische und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringen. Die Kolonie müsste autark sein, um in einer lebensfeindlichen Umgebung die Existenz tausender Menschen zu sichern. Je nachdem, ob eine Kolonie in der Erdumlaufbahn oder auf einem fremden Planeten entstehen soll, gäbe es zwei Haupttypen. Typ 1 sind die Raumstationen, auch Orbitalstationen genannt. Eine Orbitalstation liegt auf einer Umlaufbahn. Sie umkreist also die Sonne, die Erde oder den Mond in einer niedrigen Umlaufbahn. Die ISS und die ehemalige Raumstation Mir können als Vorläufer derartiger Orbitalstationen betrachtet werden. Eine zweite Art von Kolonie sind die planetaren Stationen, die, wie ihr Name sagt, auf Planeten, Monden oder Asteroiden errichtet werden. Aus heutiger Sicht scheinen sie zwar die beste Option zu sein, aber es spricht auch einiges für die Einrichtung von Orbitalstationen. Eine Weltraumkolonie in der Erdumlaufbahn hätte enorme Vorteile gegenüber einer Kolonie auf dem Mond, Mars oder einem Asteroiden. Zuerst wäre da die Nähe zur Erde. Hin- und Rückreise würden nur wenige Stunden dauern, sodass es relativ einfach wäre, Versorgungsgüter, Material und Spezialausrüstung für den Aufbau der Kolonie zu transportieren. Ein weiterer Vorteil an der Nähe zur Erde ist ihr Magnetfeld, das vor kosmischer Strahlung schützt.
Wenn man die Orbitalstation genau an der richtigen Stelle platziert, nämlich direkt über dem Äquator der Erde und nicht höher als 5, 6 oder 700 Kilometer, ist sie durch das Magnetfeld der Erde geschützt. Die Strahlungsbelastung ist in der erdnahen Umlaufbahn über dem Äquator sehr viel geringer als auf dem Mond oder Mars. In einer sehr hohen Umlaufbahn hingegen, weit entfernt von der schützenden Atmosphäre und Magnetosphäre der Erde oder in der Nähe von Mond, Mars oder einem Asteroiden, wären die Bewohner einer Kolonie langfristig einer gefährlich hohen Strahlenbelastung ausgesetzt. Ein weiterer Vorteil von Orbitalstationen wäre die kontinuierliche, reichliche und zuverlässige Sonnenenergie. In einer ausreichend hohen Umlaufbahn gibt es keine Nachtphase, sodass die Energiequelle rund um die Uhr verfügbar ist. In höheren, erdnahen Umlaufbahnen hingegen gibt es durch den Schatten der Erde während jeder Umrundung auch etwas Dunkelheit. Je nach Umlaufbahn ändert sich auch der Zugang zur Sonnenenergie. Im erdnahen Orbit könnte es schwierig werden, anders als in höheren Umlaufbahnen. Sonnenkollektoren für Weltraumsiedlungen müssten riesig sein, um genügend Strom zu erzeugen. Dieser könnte dann auf speziellen Sonnenstromsatelliten generiert und in die Kolonie transferiert werden. Jegliche Bauten würden in der Schwerelosigkeit errichtet. So wäre es relativ einfach, selbst große Kolonien zu konstruieren. Ein Vorteil an Orbitalstationen ist, dass man leichter große Bauten errichten kann, weil man in annähernder Schwerelosigkeit agiert. In Schwerelosigkeit können einige industrielle Prozesse viel einfacher durchgeführt werden als auf der Erde. Astronauten können sogar tonnenschwere Gegenstände mit eigener Muskelkraft bewegen. Die fehlende Schwerkraft würde es ermöglichen, kilometergroße, runde Bauten zu errichten, die nicht unter ihrem eigenen Gewicht nachgeben. Eine erdnahe Orbitalstation könnte auch bedeutende wirtschaftliche Entwicklungen anstoßen, indem sie neue Energien oder Tourismusmärkte erschließt. Vergrößern sich diese zukünftigen Siedlungen, werden sie zu Städten im Weltraum. Zu Orten, an denen Menschen leben und Kinder großziehen können. Menschliche Siedlungen in der Erdumlaufbahn. Ein faszinierender Gedanke. Allerdings spricht auch einiges gegen derartige Raumstationen. Der größte Nachteil an Orbitalstationen im Vergleich zu planetaren Stationen ist der Zugang zu Materialien. Im Orbit gibt es keine. Dazu kommt der permanente Mangel an Schwerkraft, die sogenannte Mikrogravitation, mit der an Bord der Internationalen Raumstation in der erdnahen Umlaufbahn experimentiert wird. Diese annähernde Schwerelosigkeit hat gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Es kommt zu Knochen- und Muskelschwund, Sehstörungen und Kopfschmerzen. Eine Lösung könnte sein, riesige ringförmige Bauten zu errichten, die sich um die eigene Achse drehen und so künstliche Schwerkraft erzeugen. Bei einer rotierenden Raumstation würde der Außenring die notwendige Zentrifugalkraft erzeugen, um Gravitation zu simulieren. Die Idee ist, dass durch die Rotation ein Gefühl von Schwerkraft entsteht. Aber sie ist nicht echt. Man wird lediglich gegen die Außenwand gedrückt. Es gibt viele Entwürfe und Konzepte für Orbitalstationen. Aber bisher ist noch kein bestimmtes Projekt umgesetzt worden. Neben dem Ansatz der Orbitalstationen gibt es noch jenen für planetare Stationen, die auf oder unterhalb der Oberfläche von Planeten, Monden oder Asteroiden entstehen würden. Anders als für Orbitalstationen gibt es dazu diverse Pläne für die Zukunft. In 2010 gestattete die US-Regierung der NASA die Durchführung eines ambitionierten Programms unter dem Titel A Journey to Mars.
Das Ziel ist, in den 2030er Jahren Menschen zum Mars zu schicken. Und die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ein faszinierendes Konzept für eine zukünftige Besiedlung des Mondes entwickelt. Das Moon Village. Die NASA arbeitet an Projekten wie der Space Launch System Trägerrakete und dem Orion-Raumfahrzeug, um in den 2030er Jahren Astronauten in die Mars-Umlaufbahn zu bringen. Ingenieure und Wissenschaftler arbeiten an den Technologien, die es Astronauten eines Tages ermöglichen werden, auf dem Mars zu leben und zu arbeiten. Und von dort wohlbehalten nach Hause zurückzukehren. Eine Mars-Mission mit Menschen bringt ganz andere Herausforderungen mit sich als eine mit Robotern. Vor Ort werden schwere Fahrzeuge gebraucht. Es sind Unterkünfte für den Flug von der Erde zum Mars nötig, dazu ein Antrieb, um schneller voranzukommen. Denn die Reise dauert um die 6 Monate. Und es herrscht eine starke Strahlenbelastung durch galaktische kosmische Strahlung und Sonnenflares. Und das tut den Astronauten nicht gut, lässt sich aber bisher nicht vermeiden. Internationale Raumfahrtagenturen und kommerzielle Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin arbeiten gemeinsam daran, die menschliche Besiedlung unseres Sonnensystems auszuweiten. Das gemeinsame Hauptziel ist es, Menschen auf den Mars zu bringen. Die öffentlich-private Partnerschaft in der Weltraumforschung funktioniert. Müssen Privatunternehmen einen Teil der Kosten tragen, arbeiten sie viel effizienter. Man hat also die Effizienz des Privatsektors und die tiefen Taschen der Regierung. Das ermöglicht fantastische Dinge. SpaceX ist ein imposanter Konzern, gegründet vom Unternehmer Elon Musk. Er will alle Grenzen und Hindernisse für eine Mars-Mission überwinden. Das schließt sowohl die hohen Kosten für die Mission selbst ein, als auch die Hasenfüßigkeit der Bürokratie, die vor den Risiken des Neuen zurückschreckt. Die Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und öffentlichen Einrichtungen soll schon bald großartige Ergebnisse im Abenteuer der Marsbesiedlung hervorbringen. Den Jeff Bezos und Elon Musks dieser Welt ist es sehr ernst damit, Projekte im All anzuschieben und den Menschen hier auf der Erde damit einen Dienst zu erweisen. Erstaunliche Fortschritte in Forschung und Technik haben es uns ermöglicht, Dinge zu erreichen, die früher unvorstellbar waren. Was den Mond betrifft, so deutet alles darauf hin, dass sich schon sehr bald einiges tun wird. Im Frühjahr 2016 überraschte Johann Dietrich Wörner, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, mit der Ankündigung eines faszinierenden Konzepts, dem Moon Village. Das Moon Village ist kein Projekt. Es ist ein offenes Konzept, das für jeden frei zugänglich ist, seien es Industrie oder öffentlicher Sektor. Ob für Robotik oder menschliche Aktivitäten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig bemannte Flüge in weitere Tiefen unseres Sonnensystems stattfinden. Vor diesem Hintergrund könnte das Moon Village auch als perfektes Sprungbrett und Testgelände dienen. Das Moon Village ist bereits in der Entwicklungsphase. Und es ist nur eine Frage von Monaten oder vielleicht 1 bis 2 Jahren, bis die erste Hardware des Moon Village auf dem Mond landet. Planetare Raumstationen zu bauen und zu bevölkern, bringt ganz andere technische Herausforderungen mit sich, als es bei Orbitalstationen der Fall ist. Dafür braucht es Zugang zu Wasser und Nahrung, Platz, Bewohner, Baumaterial, Energie, Logistik, Kommunikationstechnik, Lebenserhaltungssysteme, Strahlenschutz und finanzielle Mittel.
In Sachen Lebenserhaltungssysteme sieht man in Filmen Pflanzen, die Sauerstoff, Biomasse und Nahrung liefern. Da liegen sie richtig. Wir werden Gewächshäuser bauen und das Kohlendioxid, das wir ausatmen, und das Wasser, das wir produzieren, für den Anbau von Pflanzen verwenden. Die machen daraus dann wieder Sauerstoff und Nahrung für die Koloniebewohner. Die Kolonien sollten in der Nähe der benötigten Ressourcen liegen. Denn Nachschub von der Erde wäre sehr teuer. Ein Grundstein für den Betrieb und die Aufrechterhaltung solcher Weltraumsiedlungen ist die Energiequelle. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Sonnenenergie oder Kernenergie. Wenn es um eine ergiebige, zuverlässige Energiequelle für eine Kolonie auf dem Mond oder dem Mars geht, drängt sich Sonnenenergie förmlich auf. Die Sonne ist eine enorme Energiequelle, ein riesiger Fusionsreaktor, den man nicht abschalten kann. In der Umlaufbahn der Erde liefert sie 1377 Kilowatt pro Quadratmeter. Und das ständig und zuverlässig. Das Hauptproblem ist die Entfernung zur Sonne. Denn der Mars ist ihr ferner als die Erde, sodass die Lichtintensität und damit auch die verfügbare Solarenergie dort sehr viel geringer ist. Neben den nötigen Solaranlagen auf dem Mars wären auch große Solarsatelliten denkbar, die per drahtloser Energieübertragung Kolonien auf dem Mond, dem Mars oder anderswo im Weltraum versorgen könnten. Aber an Orten wie dem Mond oder dem Mars ist die Versorgung mit Solarenergie auch deshalb problematisch, weil nicht kontinuierlich Sonnenlicht verfügbar ist. Eine Mondnacht dauert 2 Wochen. Und auf dem Mars toben Staubstürme, die für Ablagerungen und Verschleiß an Sonnenkollektoren sorgen würden. Es liegt also nahe, Kernenergie in Betracht zu ziehen. Solarenergie ist auf dem Mars nicht immer uneingeschränkt verfügbar. Ein Staubsturm könnte sie über Monate stark einschränken. Das wäre womöglich das Ende für eine Kolonie. Aber Energiequellen sind nicht die einzige Herausforderung, der wir uns werden stellen müssen. Auch der Transport zu diesen zukünftigen planetaren Siedlungen hat es in sich. Die Erdanziehungskraft ist das größte Problem, wenn es darum geht, etwas in die Umlaufbahn zu bringen. Und damit ein deutlich einschränkender Faktor in der Raumfahrt. Der größte Kostenpunkt ist, Raketen samt Antrieb von der Erde ins All zu schießen. Um den Weltraum zu besiedeln, braucht es also günstigere Transportmittel. Und eine Möglichkeit, die Erdatmosphäre nicht durch Tausende oder gar Millionen Starts zu beeinträchtigen. Eine Lösung könnte ein Hyperschallraumflugzeug mit Luftansaugsystem sein. Es würde die Umwelt kaum belasten, da es keinen fossilen Brennstoff benötigt, sondern mit Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff auf Mach 5, also fünffache Schallgeschwindigkeit, kommt. Und dann wären da noch Weltraumlifte. Die Idee der Weltraumlifte kam vor vielen Jahren von einem russischen Forscher und ist recht simpel. Man baut eine Konstruktion, die so groß ist, dass man keine Rakete braucht, um Dinge zu transportieren, sondern sich mit einem Spannseil oder Aufzug behelfen kann. Wir werden wahrscheinlich tonnenweise Material vom Mond, den Marssonden und erdnahen Asteroiden zu Baustellen von Kolonien im Orbit transportieren müssen. Wenn wir Asteroiden zu sowas wie Tankstellen im All machen könnten, würde das die Kosten drastisch reduzieren. Nicht nur für die Erforschung des Raums zwischen Erde und Mond, auch für die Erforschung des Mondes selbst, für die der Asteroiden und sogar des Mars.
Eine weitere wichtige Frage ist der Transport innerhalb der Kolonien. Sobald wir auf dem Mond oder Mars sind, brauchen wir dort Transportmittel wie Lunar Rover oder Mars Rover, um uns fortzubewegen. Man braucht einen Rover, um den Mars zu erkunden, und einen Raumanzug, dessen Gewicht der Schwerkraft auf dem Mars angepasst ist. Vor allem müsste man diesen Raumanzug auch zu allen Exkursionen und Außenarbeiten tragen. Ohne könnten Menschen nicht auf dem Mond, Mars oder auf Asteroiden überleben. Der Raumanzug ist wie ein tragbares Raumschiff, das Strahlung absorbiert und Temperatur und Druck stabil hält. Um menschliche Kolonien an so fernen und lebensfeindlichen Orten wie auf dem Mond oder dem Mars zu errichten, müssen viele Herausforderungen gemeistert werden. Ein Schlüsselfaktor für eine solche Siedlung wäre die Kommunikationstechnik. Für Kolonien auf dem Mond und in der Erdumlaufbahn wäre sie gesichert. Tatsächlich läuft heute bereits ein großer Teil der terrestrischen Kommunikation über Satelliten. Aber für zukünftige fernere Kolonien wird die Kommunikationstechnik eine echte Herausforderung. Übertragungen vom und zum Mars sind erheblich verzögert, denn die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Und die Entfernung variiert stark, weil sich Mars und Erde unterschiedlich um die Sonne bewegen. Zum Mars braucht ein Funksignal zwischen etwa 4 und bis zu 20 Minuten. Ab und zu steht der Mars auch hinter der Sonne, dann herrscht Funkstille. Mit Kommunikationsmitteln wie E-Mail oder Voicemail-Systemen, die keine Live-Interaktion erfordern, hätten weit entfernte Siedler hingegen keine Probleme. Egal ob auf dem Mond, auf Asteroiden oder in einer Orbitalstation, in solch erdfernen Kolonien gilt es, mit hoher Strahlung, extremen Temperaturen, dem Mangel an Sauerstoff und allgemein an Ressourcen fertig zu werden. Auf der Erde haben wir ein perfektes Lebenserhaltungssystem in Form einer riesigen, komplexen Biosphäre. Wollen wir in Weltraumsiedlungen, also geschlossenen und relativ kleinen Bereichen, ein Lebenserhaltungssystem gewährleisten, werden wir alle Nährstoffe recyceln oder von außen beziehen müssen. Am ehesten lassen sich diese Bedingungen wohl mit denen an Bord eines Atom-U-Boots vergleichen. Mechanische Lebenserhaltungssysteme auf Atom-U-Booten müssen Menschen über Monate pausenlos auf geschlossenem, engem Raum versorgen. Dieselbe Technologie kann womöglich auch im Weltraum eingesetzt werden. Die Erschaffung einer Kolonie wird zweifellos eine unfassbare Herausforderung. Eine eher kurze wissenschaftliche Expedition, die dann zur Erde zurückkehrt, ist etwas leichter durchführbar. Für eine dauerhafte Siedlung auf einem Planeten muss man zwingend all diese Probleme lösen. Vor allem ein Punkt muss geklärt werden, damit wir im All überleben können: der Schutz vor Strahlung. Der Weltraum ist ein brodelnder Kessel mit extrem gefährlicher Strahlung aus zwei verschiedenen Quellen. Die eine ist galaktische, kosmische Strahlung, die von überall gleichzeitig kommt. Die andere ist die Strahlung von der Sonne. Kosmische Strahlung ist gefährlich. In erdnahen Umlaufbahnen an Bord der ISS sind wir durch das Magnetfeld der Erde weitgehend geschützt. Aber in den fernen Tiefen des Alls ist man Teilchen aus dem Kosmos ausgesetzt, der sogenannten galaktischen kosmischen Strahlung, die auch die Außenwände von Raumschiffen durchdringt. Und manchmal kollidiert sie mit ihnen zu einem Schwall anderer Teilchen, im Wesentlichen Protonen, die in den Körper eindringen und die DNA verändern können. An Orten, die keinerlei Schutz vor dieser Strahlung bieten, ist Leben unmöglich. Das betrifft beispielsweise die Tiefen des Alls oder die Mondoberfläche, wo es keine Atmosphäre gibt. Oder auch die Marsoberfläche mit ihrer extrem dünnen Atmosphäre.
An der Oberfläche des Mars sind Strahlung und UV-Licht so stark, dass selbst organische Moleküle vollständig zerstört werden. Siedlungen und während ihrer langen Reise auch Raumschiffe brauchen einen Schutzschild aus Wasser oder anderen Materialien, der einen großen Teil der Strahlung absorbiert und so das Leben im Inneren schützt. Für eine Kolonie bräuchte man strahlengeschützte Orte. Wasser wäre ein guter Schutz. Man könnte damit entweder Schutzräume einrichten oder aber man platziert den Wasserspeicher an einem strategisch günstigen Ort. Neben dem Strahlenschutz für zukünftige Kolonien im Weltraum müssen wir aber auch berücksichtigen, wie sich die Raumfahrt selbst auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Um zum Mond zu gelangen, würde man mit heutiger Technik mindestens ein oder zwei Tage brauchen. Zum Mars hingegen wäre die Reise um einiges länger, etwa 6 bis 9 Monate. Dabei wären die Menschen also sehr lange Zeit kosmischer Strahlung und Schwerelosigkeit ausgesetzt, mit allen negativen Folgen für ihre Gesundheit. Noch dazu kann eine so lange Mission auch psychosoziale Probleme mit sich bringen. Die Einsamkeit kann bei der Besatzung Klaustrophobie und Depressionen auslösen. Außerdem können Schlafmangel und Monotonie die korrekte Ausführung von Aufgaben beeinträchtigen, die in einer so anspruchsvollen Arbeitsumgebung extreme Präzision erfordern. Die meisten negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper hängen mit dem Mangel an Schwerkraft bei langen Weltraumflügen zusammen. Er kann zu Muskelatrophie und verminderter Knochendichte führen, der sogenannten Osteopenie. Über einen längeren Zeitraum tut Schwerelosigkeit nicht gut und kann zu diversen Problemen führen. Die drei häufigsten Beschwerden im Weltraum sind Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Schlafstörungen in dieser Reihenfolge. Aber das ist bei jedem anders. Andere Auswirkungen sind zum Beispiel eine Verlangsamung von Herz-Kreislauf-Funktionen, verminderte Produktion roter Blutkörperchen, Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen oder die Schwächung des Immunsystems. Es wirkt keine Schwerkraft mehr auf die Knochen. Daher baut der Körper jeden Monat etwa 1% der Substanz des Hüftknochens ab, weil er weniger beansprucht wird. Die Knochen verlieren schon nach kurzer Zeit an Kalzium. Und das setzt sich während des gesamten Fluges fort, egal wie lange er ist. Mehrere Liter Flüssigkeit fließen aus dem Unterkörper in den Oberkörper. Bei Astronauten im Fernsehen sieht man oft, dass ihre Gesichter ungewöhnlich rund sind. Das liegt an der Flüssigkeit, die aus den Beinen in den Oberkörper geschwemmt wird. Das ist von Schwerelosigkeit oder Mikrogravitation bekannt. Aber wie wären die Auswirkungen der geringen Schwerkraft auf dem Mond und dem Mars auf den menschlichen Körper? Der Mond hat 16,6% der Erdanziehungskraft. Der Mars etwa ein Drittel der Erdanziehungskraft. Wir wissen nicht, wie der menschliche Körper mit dieser Menge an Schwerkraft klarkommt. Wir haben keine Ahnung. Jenseits der Erde zu überleben, wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Ingenieure und Forscher aus aller Welt arbeiten an Technologien, die uns in die Lage versetzen werden, unser erstes Zuhause jenseits der Erde zu errichten. Tatsächlich gibt es mehrere Projekte von öffentlichen Institutionen und Privatunternehmen, die die zukünftige Besiedlung des Weltraums ermöglichen sollen. Einige dieser Projekte konzentrieren sich darauf, Rohstoffe aus Asteroiden nutzbar zu machen. Sie könnten der erste große Schritt in Richtung einer bevorstehenden industriellen Revolution im Weltraum sein. The
Asteroiden sind der Schlüssel zu einem bezahlbaren Erforschungsprogramm für unsere Zivilisation. Ihr größter Vorteil für menschliche Kolonien ist, dass sie es uns ermöglichen, Welten im All zu erschaffen, die alle Bedürfnisse menschlicher Besiedlung erfüllen. Das erste Ziel einer Besiedlung von Asteroiden wäre der Bergbau. Dabei geht es darum, Rohstoffe abzubauen, die als Raketentreibstoff eingesetzt werden können oder die auf der Erde kaum vorhanden sind. Asteroiden gelten als geeignetste Orte, um Material abzubauen und in die Erdumlaufbahn zu bringen. Asteroiden sind die derzeit größte Quelle für Bodenschätze. Wirtschaftlich betrachtet kann der Bergbau auf einem Asteroiden innerhalb kürzester Zeit Einnahmen in Höhe von $1 Billion generieren. Und einige Unternehmen verfolgen ernsthafte Pläne in dieser Richtung. Das Interessante ist, dass sich hier Forschung vereinen lässt. Man guckt einerseits, wie sich Asteroideneinschläge auf der Erde verhindern lassen und betreibt dabei gleichzeitig Asteroidenbergbau, um die Rohstoffe für die Erde zu nutzen. Rohstoffe aus Asteroiden zu gewinnen, ist aus zwei Gründen interessant. Erstens braucht man Energie und Raketentreibstoff für Weltraumflüge. Und jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn sind Asteroiden dafür am leichtesten erreichbar. Zweitens enthalten sie viele wertvolle Stoffe, die im Weltraum nützlich sind. Zum Beispiel Bestandteile von eben jenen Raketentreibstoffen. Wenn wir Asteroiden also zu sowas wie Tankstellen im All machen könnten, würde das drastisch die Kosten für die Raumfahrt reduzieren. Die meisten bekannten Asteroiden finden sich im Asteroidengürtel zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter und unter den sogenannten Jupiter-Trojanern, die die Sonne auf der gleichen Bahn umkreisen wie der Jupiter. Daneben gibt es noch weitere bedeutende Ansammlungen von Asteroiden, wie zum Beispiel die erdnahen Asteroiden, deren Umlaufbahnen nahe der Erdbahn verlaufen. Es gab bereits mehrere Missionen, um einige dieser erdnahen Asteroiden zu erkunden. Der erste, der Besuch von einer Raumsonde bekam, war der Asteroid Eros. Im Februar 2001 landete die NASA-Sonde Near Shoemaker auf seiner Oberfläche. Ein weiterer erdnaher Asteroid, Itokawa, wurde 2005 von der Hayabusa-Sonde der gleichnamigen japanischen Forschungsmission besucht. Die Hayabusa-Mission der japanischen Raumfahrtagentur erkundete den Asteroiden Itokawa und entnahm dabei eine kleine Probe von seiner Oberfläche, etwas weniger als 1 Milligramm Material. Dass Asteroiden kleine Felsen sind, die im Raum schweben, hat durchaus Vor-, aber auch Nachteile. Einer der größten Vorteile ist, dass sie aufgrund ihrer geringen Größe nur eine geringe Schwerkraft haben. Das reduziert die Kosten und Risiken beträchtlich im Vergleich zu einer Landung auf dem Mond oder Mars, wo jeweils höhere Gravitation herrscht. Das macht es auch sehr viel leichter, Bauten zu errichten. Ein weiterer Vorteil ist, dass bisher über 300.000 Asteroiden bekannt sind. Das bietet eine große Auswahl an Standorten. Asteroiden gibt es wirklich überall im Sonnensystem. Nicht an jedem einzelnen Ort, aber hier und da gibt es welche. Es gibt kohlenstoffreiche, metallische und steinige Asteroiden. Dank dieser Vielfalt in ihrer chemischen Zusammensetzung eignen sie sich potenziell als Bau- oder Antriebsmaterial für Raumfahrzeuge. Rohstoffe aus dem Asteroidenbergbau könnten den Grundstein für eine Handelswirtschaft legen und Edelmetalle könnten aus Asteroidenminen zur Erde oder in andere besiedelte Welten geschickt werden. Mit einer öffentlich-privaten Partnerschaft können wir eine Infrastruktur aufbauen,
die die Industrie nicht in 20, 50 oder 100 Jahren in den Weltraum bringt, sondern schon in 3, 4 oder 5 Jahren. Wir könnten in weniger als 10 Jahren Raketentreibstoffe abbauen und eine transkontinentale Eisenbahn durchs Sonnensystem errichten. Viele Asteroiden enthalten große Mengen an Wasser und anderen flüchtigen Stoffen sowie Kohlenstoff, die unverzichtbar für menschliches Leben sind. Am meisten interessieren uns die sogenannten kohligen Chondrite. Und zwar, weil sie diesen magischen Bestandteil Wasser in sich tragen, auf den wir es abgesehen haben. Diese Rohstoffe könnten von den Asteroiden aus auch zu anderen Orten im Sonnensystem transportiert werden, an denen sie knapp sind. Und das wäre sehr viel billiger, als sie von größeren Himmelskörpern wie Mond oder Mars aus zu starten. Wir könnten Asteroidenmaterial wie Wasser und Kohlendioxid nutzen und zu Raketentreibstoff umwandeln. Das erhöht unsere Mobilität im Weltraum, sodass wir immer tiefer ins Sonnensystem vordringen können. Das wäre die erste kleine Mission in industriellem Maßstab, eine wirtschaftlich bedeutende Menge von Raketentreibstoff mit zur Erde zu bringen. Das würde die Ökonomie des Alls verändern. Aber um den Asteroidenbergbau Realität werden zu lassen, müssen einige Hindernisse umschifft werden. Zum Beispiel die geringe Gravitation und mangelnde Atmosphäre von Asteroiden, die sie anfällig für kosmische Strahlung und den Einschlag kleinerer Objekte macht. Im Jahr 2012 gab die Firma Planetary Resources Pläne bekannt, Rohstoffe auf Asteroiden abzubauen. Skeptiker zweifeln an der Rentabilität des Unternehmens. Denn selbst wenn es reichlich Edelmetalle auf einem Asteroiden geben sollte, wäre es sehr viel teurer, sie dort abzubauen als auf der Erde. Bei einigen Stoffen könnte sich der Transport zur Erde lohnen, zum Beispiel für Platinmetalle. Allerdings könnten Asteroidenminen derzeit kaum mit jenen auf der Erde konkurrieren. Dennoch ist Planetary Resources überzeugt, damit Gewinn machen zu können, wenn es gelingt, die Kosten der Raumfahrt zu senken. Dazu könnten im Weltraum beispielsweise Anlagen zur Treibstoffproduktion gebaut werden. Der Konzern TransAstra plant, mit dem in Asteroiden enthaltenen Wasser Treibstoff zu produzieren. Mittels Solarenergie sollen Wassermoleküle in Wasserstoff- und Sauerstoffatome gespalten werden. Die Pläne von TransAstra beruhen darauf, Raketentreibstoff aus Asteroiden zu gewinnen, also praktisch Asteroidenbergbau zu betreiben und diesen Treibstoff dann für Anlagen im Weltraum zu nutzen, an denen Raumfahrzeuge der NASA und aus dem Privatsektor auftanken können. Ein weiteres Unternehmen mit dem Ziel des Asteroidenbergbaus ist Deep Space Industries, das 2013 gegründet wurde. Deep Space Industries geht davon aus, in den nächsten 6 bis 10 Jahren mit dem Asteroidenbergbau anfangen zu können. Sie wollen die technischen Ressourcen, das Können und die Systemintegration liefern, die nötig sind, um Weltraumrohstoffe zu erschließen, abzubauen, zu verarbeiten und zu vermarkten. Wir wählen die Asteroiden für den Bergbau unter verschiedenen Gesichtspunkten aus. Die Rohstoffe müssen sich relativ leicht abbauen lassen, aber vor allem muss der Asteroid gut zu erreichen sein, also vergleichsweise erdnah. Die verschiedenen Projekte und Bemühungen von öffentlichen Institutionen und Privatunternehmen zeigen, dass es möglicherweise gar nicht mehr so lange dauern wird, bis sich die Menschheit auch jenseits ihres Heimatplaneten ansiedelt. Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. In den letzten Jahren gab es einige bedeutende Entwicklungen.
Zunächst einmal wissen wir jetzt, dass es in den Mondpolen und in erreichbaren Asteroiden Wasser und andere Stoffe gibt, aus denen sich kostengünstig Raketentreibstoff herstellen lässt. Das würde es deutlich günstiger machen, die Tiefen des Alls zu erforschen. Zum anderen haben wir jetzt die technologischen Möglichkeiten, vollständig wiederverwendbare und erschwingliche Raumfahrzeuge zu bauen. Elon Musk und Jeff Bezos leisten Pionierarbeit mit wiederverwendbaren Raketen, die ins All fliegen. Der nächste logische Schritt ist, vollständig wiederverwendbare Raumfahrzeuge zu bauen, die im Weltraum bleiben. Sie brauchen natürlich Treibstoff. Und den beziehen wir aus den Mondpolen und Asteroiden. Wir stehen womöglich kurz davor, eine Revolution zu erleben, die unsere Welt, wie wir sie heute kennen, für immer verändern wird. Der Wettlauf um die Besiedlung des Weltraums hat gerade erst begonnen.